Willkommen können sich. Sorry. zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Das da, seit wann können sich bitte Supermutanten spalten? Gespalten. Ja, spalten. In zwei verschiedene. Ich weiß es nicht. War das nämlich geradeaus? Wär mir neu. Habe ich dich unterbrochen, es tut mir leid. Alles gut, alles gut. Jetzt habe ich dir das Hallo versaut. Oh, dann machst du jetzt nochmal eine zusätzliche Begrüßung. Oh, mal ein bisschen, ne? Komm mal ein bisschen raus aus dir hier. Jetzt krieche ich gerade rein, jetzt komme ich nicht mehr wieder rauskommen. Bin schüchtern, lass mich. Oh, ich brauche neue Deckung. Ich werde hier überrannt. Ach, ich darf hier keine Granaten schmeißen. Ich wollte jetzt gerade eine Granate schmeißen. Erstens wird es sowieso nicht funktionieren und zweitens, ich hätte mich ja selbst tot gemacht. Ich habe ja hier Orbitalschläge. Dann wundert er sich, hoch vor mir liegt jetzt ein Sturm. Ja, dann hätte es nur. Nee, ich hätte es ja gesehen. Orbitalschlag sieht man eigentlich recht gut, wenn man den schmeißt. Ja, ich hätte das Gehtschießen noch mit reinpacken sollen. Ich streue einfach zu sehr. Oh, ein legendärer Supermutant. Mama willst du den auch haben? Schaffe ich nicht. Ich komme hier nicht raus. Nimm dir. Ich habe aber hier noch gut legendären Stuff. War hier nicht eben gerade noch so ein scheiß Hund? Ja, nicht Kaboom. So. Ah, die Regeneration ist cool. Geht zwar auf Kosten der Rüstung, aber wozu habe ich denn Kampfrüstung? Jetzt muss ich die ganze Zeit an Krachbummende denken. Achso, wie soll denn jetzt eigentlich die Schrotflinte heißen? Ja, nennen sie jetzt Krachbummende, so. Ach, Krachbummende, okay. Ich nenne sie wirklich so. Ja, weiß ich. So, machen wir erstmal die Rohre. Blutrünstige Krachbummente. Ich glaube, das passt nicht hin. Ach, schade. Ich glaube, Krachbummente wird schon schwer. Aber warum? Wie kommst du eigentlich auf Krachbummente? Vorhin kam auch schon irgendwas mit Krachbumm und das hat der Supermond heute hier auch gesagt. Kaboom. Ach, Kaboom. Da vorhin habe ich schon an Krachbummente gedacht. Was deswegen ging Krachbumm. Achso, weil er so Krach macht und dann Bumm macht, ne? Ja. Der passt doch für eine Schrotflinte mit, ne? Jo. So, machen wir jetzt aber erstmal hier wieder so. Was macht denn der Supermutant da hinten, bitte? Ich weiß es nicht. Der hat bestimmt seine Kontaktlinsen verloren. Der hat seine Kontaktlinsen verloren. Wo weißt du denn, dass der Kontaktlinsen hat? Ja, sonst wäre er ja nicht so blöd, um da hinten rumzulaufen. Ach so, ja. Logisch. Generatorsystem repariert. So, Generatorsystem ist jetzt auch fast durch. Ja, sehe schon. Nee, sammel Wasserdaten ein, das wollte ich ja nicht. Ich will ja hier weiter reparieren. So. Da oben. Habe ich da oben jetzt schon alle? Das ist mich total durcheinander gebracht, Mausi. Entschuldigung. Ja. Geh dich Ecke schämen. Geh dich Ecke schämen, was für ein Deutsch. möchtest du eine Powerpost haben mit 3 Sternen? Was kann die denn? Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am selben Ziel. Plus 50% Körperteilschaden und Gewicht um 90% reduziert. Nee.
bin nicht so der Powerhouse-Spieler. Wenn sie jetzt übertriebene Werte an den legendären Dingern hätten, die alle drei jetzt wunderbar in einem reingepasst hätte, dann hätte ich gesagt, ja, die nehme ich. Einfach nur, um auszuprobieren. Aber so ist es eher eine normale. Dafür brauchst du dann auch ein anständiges Bild. Und mein Bild passt da nicht so gut. So, irgendwo fehlt mir doch noch einer. Was ist denn eine? Das soll irgendwo über mir sein? 15 Meter. Na, komm. Mal hier. Jetzt rutscht er nicht immer runter. So. 10 Meter über mir. Ach, da oben. Ach, das Rohr ist doch nicht heile. War doch noch kaputt. Wenn du willst, kannst du ja auch dann die Säure mit abholen, ja? Also nur weil das jetzt mir gehört, heißt es nicht, dass du es nicht abholen darfst. Mausi, wegen Säure habe ich mir das da unten ausgesucht, weil ich dann Gold schmelzen kann und weil ich Dings schmelzen kann, Kristall. Weil ich viel zu viel Säure habe. Ist sehr lieb gemeint, aber ich habe wirklich durch die ganzen Vault-Raids-Dinger und selber noch Säure-Extraktor habe ich wirklich sehr viel Säure. Und ich muss das jetzt langsam mal wieder ein bisschen in Balance kriegen. Hier war der Exit. Hier will ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich rüber zur Nuke Zone da. Ah, Plant Office. Hier sind wir schon richtiger. So, schleichi, schleichi, schleichi. Oha. Use next. Von da. Au. Au. Komm mal sogar von. Nicht ruckeln, nicht ruckeln. Na, komm. Einmal ein übelster Hänger und ich bin Game Over. Leute, bist du jetzt tot? Ich bin gerade umgefallen, ja. Ich bin instant aus den Laden, in Latschen gefallen. Konnte noch nicht mal die Waffen wechseln. Bei mir lebst du aber noch. Ich habe aber schon einen Ladebildschirm. Eieiei. In letzter Zeit falle ich aber relativ häufig aus den Latschen hier. Wo spawn ich denn? Okay. Die haben aber Radschaden reingedrückt, oder? Gut, wieder rein. Irgendwie sitze ich unbequem. Du sitzt unbequem? Ja. Muss mich mal umsetzen. So, jetzt nochmal hier. Ach, schon viel besser. Vorsichtig durch. Irgendwie habe ich Lust, dir was zu geben. Du hast Lust, mir was zu geben? Du hast mir doch schon was gegeben. Ja, ich weiß nicht. Ach. Du blöde Nase, du. Da wollte er mich erschrecken. So, erstmal meinen Schrott wiederholen. Alles meins. Nee, hier laufe ich falsch ran. Hier bin ich rum. Jetzt erstmal wieder Orientierung finden hier.
Ich höre euch doch tappeln. Oh, ich hänge ein bisschen fest. So, jetzt habe ich euch. Ende im Gelände hier. Ich hab euch, ihr seid dran. Nee, wenn ich schon keine Powerrüstung nutzen kann, um den Schlägen mal ein bisschen entgegenzugehen, ja. Weil ich muss ja heute das Level Up im Clowns-Kostüm machen. Eigentlich hätte ich auch die Powerrüstung locker anziehen können. Naja. Ach, da ist sogar ein Wendigo. Eigentlich brauchst du ja gar kein Clowns-Kostüm mehr anziehen. Ne, ich bin schon Clown genug, ne? Ja. Oh Mist. Na, was macht ihr jetzt? Jetzt müsst ihr außen rumlatschen. Hoppala, blöde Lampe. Mensch, jetzt lasst mich doch mal da hochspringen. Na, nee, ich verkrüppel. Lad nach. Ah, Mensch. Ich komme hier immer nicht raus. Die haben meine Taktik durchschaut mit dem Hin- und Herspringen. Ich dachte, die können nicht denken. Na, die können heute denken, du. Aber trotzdem verarsche ich sie. Nach allen Regeln der Kunst. Au. Immer diese verkrüppelten Füße. Ich will jetzt halt nichts Größeres nehmen. Lasst mich in Ruhe. Die zwingen mich aber dazu. Nicht schon wieder. So. Ich stelle mich hier gerade an wie der letzte Anfänger, du. Soll ich doch mal vielleicht reinkommen? Nö. Oh. Der hat mich sogar gebissen, das habe ich gesehen. Na, ich glaube, ich sollte mir mal die nächsten Perks für ohne Power Armor kämpfen reinlegen. Au, 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 au. Oha, du hast aber richtig Schaden bekommen. Ja. Bin auch gut verkrüppelt. Na, na, nach. Alter. Appala. Aber ich schaffe es. Eieiei. Meine Rüstung wird mir nachher danken. Ja, die Reparaturkosten, ne? Boah. Das geht eigentlich so vom Dings her, habe ich ja genug da. Ich brauche nochmal verdünnt. Habe ich nicht mehr. Jetzt werde ich auch noch durstig hier. Und hungrig. Und hat man nicht gesehen. Habe ich noch was zu essen? Ja, ich habe noch einen Auflauf. Ich habe auch noch einen Hirsch. Merkt man, wenn ich mal die ganze Zeit ohne Powerrüstung rumrennen muss in den größeren Gebieten, ne? Kriege ich auch gerne mal schon Probleme. Bin dafür echt nicht gesockelt. Vielleicht bist du es auch nicht mehr gewohnt, dass du auf den Powerrüstung steckst. Das auch. Das auch. Oder
Oder du bist jetzt so oft diesen Vault gelaufen, dass du diese OP-Viecher so krass gewöhnt bist, dass du jetzt diese kleinen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kleinen Lilliputs-Gegner so unterschätzt und die dich jetzt deswegen platt machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Aber wie gesagt, das ist halt, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen mehr üben. Aber die haben ja sowieso ein bisschen was an den Mobs und Defense-Werten geändert. Egal welchen Modus. Ja, ich habe auch gesehen, die haben ein paar Designs umgeändert. Ja. Und deswegen, ne, es ist jetzt schon ein bisschen schwieriger geworden. Also die High-Level-Gegner sollte man jetzt nicht mehr so krass auf die Schippe nehmen. Dann sollte ich mal bei Westec vorbeigucken, warum fragen, wie es denen da geht. Nee, die sind immer noch gleich. Oh Mann, was traurig was ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Nacht voller Gewalt machst. Leg ich immer noch wie Sau. Leckst du. Ja, das wahrscheinlich immer noch. Aber das Problem ist nicht, dass du leckst wie Sau, sondern dass, wenn du dich da jetzt zum Beispiel ohne Powerrüstung auf die Dinger setzt, dann krepierst du. Ich habe da jetzt schon so viele Spieler gesehen, die setzen sich dann dahin, um dann hier Musik zu machen. Ja. Da springt ein Ghoul die an, die sind fast voll und sind fast tot. Dann stehen sie auf in der langsamen Animation, kommt der nächste Ghoul und tötet sie. Das waren dann so zwei Ghoul-Attacken, wo ich mir dann auch immer so gedacht habe, holy shit. Ne? Und das ist schon mehrfach vorgefallen, die lagen dann einfach dort rum da, plötzlich. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ich würde das Event ja gerne mitmachen, aber dann sollen sie das mit dem Licht da mal fixen, dass das Licht keine Lecks verursacht. Ja, aber das ist ja nur bei dir so, Mausi. Bei mir ist es ja zum Beispiel nicht. Und wenn sie das jetzt nur bei wenigen Leuten haben, wo das jetzt mit dem Licht scheiße ist, ne, dann werden sie es nicht fixen. Ja, aber sollte ein Spieleentwickler nicht immer auf all seine, Ja, Mausi, aber das kannst du ja nicht machen, weil guck mal hier. Guck mal auf meinen Bildschirm jetzt. Das sieht jetzt mal wieder so richtig geil aus. Das sind dann so meine Grafik-Bugs, die ich denn gerne mal hab. Ja. Es sieht halt einfach nur weird aus. Und sagen wir mal so, das Problem in Fallout ist ja... Was für eine Maske trage ich denn jetzt eigentlich? Achso, Kostüm oder Maske, ja. Ich wollte gerade sagen, welche Maske trage ich denn jetzt eigentlich? Vielen Dank. Bitte, bitte. Voll aufrepariert und ich sehe schon wieder halb ghoulisch aus. Das kann man sich ja gar nicht geben hier. Dabei habe ich mir alles Mögliche gedrückt. Nee, aber wie gesagt, du kannst Fallout halt nicht noch mehr fixen, weil jeder Fix, den wir bis jetzt bekommen hatten, hatte ja zur Folge, dass wir einen neuen Bug hatten. Ja. Also, ne, sagen wir mal hier, die haben ja die Powerrüstung, zum Beispiel nehmen wir das jetzt mal vorweg. Die haben ja den Powerrüstung komplett neu überarbeitet, also komplett sämtliche Skelette und ähnliches, haben sie alles komplett neu gemacht. Ja? Das ins Spiel eingefügt. Was hattest du danach? Power-Rüstungsbug. Du bist ausgestiegen und konntest dich dann nicht mehr bewegen. Ne? Obwohl die Power-Rüstungen neu gemacht worden sind und das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Oder du bist ausgestiegen und konntest deine Live-Anzeige nicht mehr sehen. Oder so. Ja, es gab halt leichte Bugs, es gab halt schwierige Bugs, aber bezogen war sie eigentlich immer auf die Powerrüstung. Hätte ja eigentlich nicht sein sollen. Ne? Oder nicht dürfen. Und deswegen, ja, es ist halt schwierig. Also man muss bedenken, es ist ja immer noch auf der Engine von Fallout 4. Und wenn man jetzt bei Fallout 4 mal viel mit Mods gemacht hat, oder was weiß ich, mit den Creations oder ähnliches, man hatte immer Bugs. Also es gab kein, du hast nie Bugs. Ne? Das gab's nie. Ich wollte gerade fragen, wo du dein Hütchen hingestellt hast, aber ich hab's gefunden. Vielleicht sollte Bethesda dann mal nach Starbucks gehen. Aha. Oh Maus. Ja, diese Wortwitze, wa? Mhm. Nee, aber wie gesagt, du kriegst das halt nicht raus und sagen wir mal so, Appalachia ist jetzt das Vierfache von der Fallout 4 Karte. Mhm. Und bei Fallout 4 konnte man das eigentlich immer so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren
die Bugs ausschalten, die es gab. Deswegen wurden es eigentlich auch nur noch witzige Bugs am Ende. Und die Bugsfixe haben eigentlich auch gut getan. Aber hat man übertrieben mit dem Modden? Also mit dem Reinlegen von irgendetwas? Warum rufe ich jetzt eigentlich die Power-Rüstung? Auch bedeppert? Zu konzentriert beim Quatschen. Ja. Ja. Und das will ich auch machen. Und, ja. Wenn du jetzt zu viele Mods drauf hast, dann fängt es halt irgendwann an, alles rumzuspangen. Egal, was das war. Das war zu Anfang bei den Creations auch so, bloß da war dann halt ein Entwicklerteam da, aber hättest du jetzt zum Beispiel die öffentlichen Mods genutzt von den freiwilligen Programmierern und so, da warst du dann auf dich allein gestellt, das heißt, du musstest dann selber rausfinden, ja gut, wie kriege ich das jetzt wieder richtig zum Laufen oder an welcher Mod stört welche andere Mod und hast du nicht gesehen. Ja. Und hier ist es jetzt quasi so, also es ist ja eigentlich nur Fallout 4, online, auf einem Server, mit Nachteil, ja, mehr Waffen und ähnliches. Also musst du dir jetzt mal die ganzen zusätzlichen Waffen, die du jetzt in Fallout 4 zum Beispiel nicht hättest, einfach mal dazu denken, als Mod. Also die Rüstung, sowas wie bei der Power Armor, es gibt's ja die Baggerrüstung hier, die gab's in Fallout 4 nicht. Und so weiter und so fort. Und jedes ist dann sozusagen eine eigene Modifikation. Und das muss ja permanent geladen sein, weil es ja online ist. Na? In Fallout 4 hatte man ja wenigstens den Vorteil mit dieser Engine, dass du den Teddy runterschmeißt. Fehler. Persönlichkeit Zack nicht gefunden. Hatte man ja wenigstens den Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel eine Waffe, die ein bisschen buggt, nicht mehr benutzt hat, wurde sie auch nicht mehr geladen. So, wie willst du das auf dem Server garantieren, wo alle Waffen permanent funktionieren müssen? Verstehst du, wie ich meine, Maus? Ja. Das ist halt hier wieder was völlig anderes. Deswegen kann man es auf einer Seite vergleichen, aber auf andere Seite leider nicht. Also eins ist, was ich halt gut finde, dass sie ja wirklich dran sind und sagen, okay, gut, wir probieren wenigstens die Bugs ein bisschen zu abklimpfen, auszumerzen und. Gut, dann machen wir das so, ja? Ja. Damit die Gaming-Branche besser wird. Dann sprengen wir die Autoindustrie-Forschung in die Luft. Aha. Weltweit und dann bauen wir das alles in die Gaming-Forschung ein. Ja, aber was machen wir mit den Leuten, die dann ein Auto haben und dann, ja, sowas wie zur Arbeit fahren müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Na, wozu gibt's die Bahn? Ja, die Bahn, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du wohnst auf einem kleinen Dörfchen mit drei Häuschen, die nächste Bahn ist 250 Kilometer von dir entfernt, läufst du diese denn zu Fuß oder fährst du die mit dem Fahrrad? Bist du wahnsinnig und dann musst du jeden Tag so zur Arbeit. Ja, aber dann machen wir 50-50. Ein Teil in die Gaming-Forschung und eine Seite in die Bahnforschung. So, dann bauen wir überall Bahn, Bus und so weiter. Ne? Also. Ja. Bus und Bahn für alle. Ist sowieso umweltfreundlicher. Die Idee dahinter ist ja gut, aber wenn du jetzt das von der Forschung der Autos in Bahn und ähnliches und in Gaming reinschieben würdest, wäre es doch eigentlich auch ein bisschen verkehrt. Weil dann werden die Autos ja nicht schadstofffreier. Das heißt, du machst ja eigentlich auch nichts für die Umwelt quasi mehr. Lass mir mal naives denken. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht naiv, würde ich jetzt nicht sagen. Du meinst es ja auf einer Seite nur gut. Ne? Ja, was haben die Autos bis jetzt eigentlich, ne? Das ist kacke. Vorteil, du bist mobil. Ach, wow. Die Umwelt ist auch mobil, haha. Wieso ist die Umwelt mobil? Ja, mehr Klimawandel. Ach so, mehr Erwärmung, deswegen ist sie mobil, ne? Ja, in Sachen Erwärmung. Ach so. Nicht gut? Ja, ist schon in Ordnung, Mausi. Du bist mein Spinner, Leder. Ja. Mit sowas darf man mit mir nicht diskutieren. Ich diskutiere nicht mit dir. Ich stimme dir aufrichtig zu. Wie, dass es kacke ist mit den ganzen Autos? Ja, das ist schon blöd, ne?
Bloß, wie gesagt, man muss halt andere Lösungen finden. Und deiner war halt ein bisschen zu einfach, weil sonst hätte man das ja schon längst so gemacht. Hey, sag mal so, du bist der Realist und ich bin der Träumer. Also, dass man da unbedingt was machen sollte, ja, klar, ne? Aber so wie es derzeit aussieht, eher schwer umzusetzen. Na gut, um das realistisch zu gestalten, können sie ja wenigstens schon mal damit anfangen, in Deutschland das Internet auszubauen. Ja, das wäre ja dann halt, das wäre ja dann wieder Marktforschung und ähnliches. Das ist ja dann wieder ein völlig anderer Zweig. Das hat ja eigentlich nichts mehr mit der Umwelt zu tun. Das ist ja eigentlich nur, ja, Stabilität und ähnlichem für Deutschland. Wäre aber ein Anfang. Ja, aber das ist ein völlig anderer Zweig, Mausi. Du schmeißt gerade die Zweige alle total in einen Topf. Dafür bin ich berühmt. Kleiner Schmuser, ja, wurde verwertet. So, aber jetzt will ich wirklich noch meinen Alkohol herstellen. Atomare Abteil, ja. Ich hab vorhin Genosse Moppel gefunden. Genosse Moppel. Genosse Moppel ist auch ein cooles Plüschtier. So, ich brauchte abgekochtes Wasser. Ah ja, ich seh ich nicht sexy aus. Ich hab noch abgekochtes Wasser doch erst hergemacht. Zum Glück gammelt abgekochtes Wasser nicht. So, was brauchte ich noch? Old Opossum, ich brauchte noch Klingenkorn zweimal. Da werde ich mir jetzt aber nochmal meinen grünen Daumen reinpacken. Auch wenn ich in Wirklichkeit keinen habe. Oh, das ist sogar kaputt. Das ist auch kaputt. Was ist hier mit meinen ganzen Klingenkorn los? Holy. Bei mir ist auch einiges kaputt. Eine meiner Dings. Wer hat denn hier alles kaputt gemacht? Ist ja schlimm. So eine Mutterbeere ist auch kaputt. Muss ich auch wieder ganz machen? Nein, meine Karotten sind kaputt. So. Ja, die sind noch ganz. Mais noch beschädigt oder so. Tato noch beschädigt. Nee. Gut, dann kann ich jetzt in Ruhe Bier herstellen. Mein schönes Bier. So. Da müsste ich dann demnächst auch nochmal was craften für, aber das ist eigentlich easy. Irgendein Injektor oder so wird man ja bestimmt schon bauen können. So. Wunderbar. Tür kann wieder zu. Schade, dass man ins Gewächshaus nicht so eine kleine Pflanzenpötte hat und dann da halt wirklich was draufstellen könnte, weißt du? So an Essen und Nahrung. Das wäre noch cool. Ja. Ne, weil das, ich kann ja auch ins Gewächshaus kann ich ja keine Nahrung reinstellen. Aber dafür ist ja eigentlich ein Gewächshaus da. Nicht um da drinnen zu wohnen. Eigentlich schon. Gut. Aber ich sehe schon, wir müssen jetzt langsam wieder mal zum Ende kommen. Heißt, wir machen jetzt hier nochmal einen Cut und ich rede mich hier schon wieder im Kopf und Kragen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.